In Oberösterreich wurden die Kosten der Mindestsicherung für Flüchtlinge verringert. Die Wiener Freiheitlichen befürchten, dass nun die Stadt Wien jene Flüchtlinge wie einen Magnet anziehen wird. Angesichts der Tatsache, dass in Oberösterreich jetzt die Mindestsicherung halbiert wurde, haben wir allein an Binnenmigration von Asylwerbern in Österreich zu erwarten, dass im Endeffekt mindestens ein Drittel dieser Menschen in Wien in Zukunft auch landen werden. Laut dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 musste die Stadt 500 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen. Auch die Flüchtlingskrise ist dafür verantwortlich. Die Stadt musste ja 500 Millionen Euro, also eine halbe Milliarde, neue Schulden machen. Setzt man diese 206 Millionen in Relation dazu, hätte es nicht diese falsche politische Willkommenskultur bei uns gegeben, hätten wir das gescheiter gemacht wie unsere Nachbarn in Mitteleuropa, in Osteuropa etwa, dann hätten wir uns 40% unserer neuen Schulden im Vorjahr erspart. Die FPÖ will die Notbremse ziehen und verlangt daher die komplette Streichung der Mindestsicherung für Flüchtlinge in Wien. Das ist nicht mehr finanzierbar. Das kann man angesichts der Schuldensituation nicht mehr finanzieren. Angesichts der Situation, dass wir schon in Wien allein genügend Armut zu bekämpfen haben, ist diese Situation weiterhin nicht verkraftbar. Und man sieht, dass diese Willkommenskultur von Rot und Grün, wie sie die letzten Jahre, aber insbesondere die letzten Monate propagiert wurde und wird, einfach naiv, irrational und total inländerfeindlich ist.